willkommen auf meinem Kanal Katjas Welt. Heute mal ein ganz anderes Video. Warum kann ich eigentlich nicht nach Deutschland, beziehungsweise warum möchte ich eigentlich nicht mehr nach Deutschland zurück? Viele verstehen das gar nicht, ne? Viele sagen, boah, ich vermisse dies, ich vermisse das, ich vermisse nur eins, das sind die Kinder, sonst nichts, wirklich sonst nichts. Warum kann ich nicht zurück? Ich höre es ja wirklich von ganz vielen Abonnenten auch. Ja, jetzt nicht nur hier bei YouTube, auch bei TikTok. Wenn die schon aus dem Flieger steigen, nehmen wir mal Frankfurt, sind da schon lange Gesichter. Es wird gemotzt, es wird gemeckert. Das würde mir wirklich fehlen, dieses herzliche. Und Leute, der Isan würde mir fehlen, der Gebetsruf. Also das wäre ja wirklich, ich habe mich da so drüber gefreut. Ich habe mich da auch so dran gewöhnt. Braucht man jetzt zum Beispiel dieses deutsche Brot? Nehmen wir mal das deutsche Brot. Ja, jeder vermisst dieses deutsche Brot. Ja, hier in Kagecak beim Bäcker gibt es das. Aber ich war glutenfrei und vegan in Deutschland. Leute, ich bin beides nicht mehr. Und dann frage ich mich, woran hat es gelegen? Weil das deutsche Brot so gut ist, dass ich dann da hinten, also in Deutschland glutenfrei war und hier nicht? Menschen sind Gewohnheiten gewöhnt, ne? Und ich finde, die Backwaren, Brot, egal was es ist, hier wirklich sau, sau lecker. Und ich muss mich auch wirklich ganz oft zügeln. Ich kann aber nicht zurück. Und ich habe das auch auf meiner anderen Plattform erwähnt, warum. Ich würde wirklich total eingehen. Wenn die Kids mich brauchen, würde ich natürlich sofort zurück. Nicht für ganz, aber zurück. Also wenn irgendwas schlimmer, würde ich sagen, kommt bitte hierher. Ich würde dort wirklich eingehen, verwelken. Ich höre es ja immer, ich bin hier so aufgeblüht, mir geht es hier so gut. Na klar habe ich manchmal Scheißtage. Na klar habe ich manchmal auch Nackenverspannungen. Apropos, da werde ich euch mal ein Video drüber machen. Ich werde versuchen, diese Woche zu diesem Hadjamat oder wie das heißt, mit diesen hier, oh, Schröpfen heißt das in Deutsch, da werde ich mal hingehen. Das werde ich mal machen, weil ich die letzte Zeit öfters Nackenverspannungen habe. Und warum soll ich jetzt zum Arzt mir irgendeine Chemie da reinhauen lassen, beziehungsweise irgendwelche Voltaren-Tabletten, wenn es auch Natur gibt? Und hier wird ja Gott sei Dank nicht alles verboten. Und hier bieten das auch die Krankenhäuser an. Sind zwar Privatkrankenhäuser, ist aber egal, ne? Und die Welt kostet es auch nicht. Dann lieber so, anstatt dass ich dann von irgendwelchen Tabletten wieder Magenweh kriege und dann brauche ich wieder diese Tabletten. Nee, das lassen wir mal. Ich mache dieses Hadjamat, glaube ich, heißt das, oder Hadjamat und diese Schröpfen und dann ist alles gut. Nein, jetzt wirklich im Ernst, das wäre für mich. Ist es, weil viele sagen immer, es kann doch nicht nur Wetter und Sonne sein. Nein, ist es auch nicht. Es sind die Menschen, es ist das ganze Drumherum hier. Nehmen wir mal die Tankstelle, man muss nicht aussteigen zum Tanken. Nehmen wir, man geht zu irgendeinem Fastfood-Restaurant, ja, und man kann die Sachen stehen lassen, weil das hat nichts mit Faulheit zu tun. Es hat damit zu tun, dass manche Menschen einfach auch so arbeiten brauchen, ja, weil die vielleicht nichts gelernt haben, weil die vielleicht auch nicht gut in der Schule war. Und man soll nicht wirklich immer an sich denken. Und jetzt, ob jetzt im Fastfood-Restaurant oder auch in Cafés und. Also ihr könnt die Sachen stehen lassen und die werden abgeräumt. So hat jemand einen Job. Ich lasse stehen, die räumt es ab. Das ist wie bei der Metro mit dem Einkaufswagen. Ist mir damals wirklich zuerst schwer gefallen. Und Bekir sagte, Katja, wenn das jetzt jeder macht, diesen Einkaufswagen zurückschiebt, hat der Mensch bald keinen Job mehr. Das heißt, er hat kein Geld für die Family. Sag ich, stimmt. Und so ist das hier. Ob beim Tanken, der tankt, der die Scheibe vorne sauber macht. Ob sie jetzt hier die ganzen Reinigungsstellen fürs Auto, ja, die es machen, die verdienen ja auch ihr Geld. Ob es die Leute sind, die die Tische abräumen, die verdienen auch ihr Geld. Ich habe, na klar, Stadtarbeiter mal gesehen. In den Großstädten und so auch. Ne, Mahmudla ist keine Großstadt. Ist mehr ein Dorf.
für mich jetzt. Also ich fühle mich hier so, weil hier nicht alles so, kann ich nicht erklären. Naja, auf jeden Fall, hier sehe ich die immer. Ja, und die brauchen auch ihren Job mit ihrem Besen und ihrem Feger. Das ist halt so. Genauso wie mit diesen Sicherheitskontrollen an den Malls. Na klar, Jekta Mall hat jetzt so eine Sicherheitskontrolle nicht, weil das ist eine offene Mall. Ist doch logisch. LC Waikiki, de facto die ganzen einzelnen Geschäfte, die so in der Stadt sind, nehmen wir mal Alanya oder auch hier mal, die haben auch diese Security-Dinger nicht. Stimmt, da läuft aber jemand immer drin rum, ne? Wenn euch das noch nicht aufgefallen ist. Hier die neue Akdeniz Park Mall, die hat das. Und nein, dann wird der, ah ja, das braucht man gar nicht, das nützt nicht. Dann, jetzt müsst ihr mal gucken, auf was für Gedanken manche Menschen kommen. Was nützt eine Sicherheitskontrolle, wenn ich reingehe und mir ein Messer kaufe und dann trotzdem sowas mache, wo ich sage, auf was für Gedanken kommen die Menschen? In jedem Stockwerk läuft einer rum und hier sind die Sicherheitsbeamten. Erstmal haben die trotzdem Respekt auch vor den Sicherheitsbeamten. Hier ist der Respekt für die Gendarmer sowieso noch groß und für die Polizei. Da, sorry, ist so, in Deutschland lachen die darüber. In Deutschland lachen die über die Polizei. Die nehmen die doch gar nicht mehr ernst. Hier ist das alles noch ein bisschen anders und jedes Stockwerk hat so ein Sicherheitsding, der auch, ihr wisst schon, eine richtige da trägt. Ne? Man muss ja hier aufpassen, mein eines Video wurde auch mal mit diesem, ja, na, ich spreche das Wort gar nicht aus, weil manchmal, das sind ja Leute, die sitzen im Ausland und kontrollieren die Videos. Ich fühle mich hier viel sicherer. Ich fühle mich hier viel, viel wohler. Und ich fühle mich hier gesünder. Und ihr möchtet wirklich sagen, oh, Diktatur und bla bla bla, das geht mir alles so im Arsch um. Ich fühle mich hier freier. Und jeder Mensch, der ein bisschen klar denken kann, der damals in der C-Zeit, man muss ja immer noch aufpassen, ne? In der C-Zeit nicht gemerkt hat, dass Deutschland keine Medien haben, die alles berichten dürfen. Dass Deutschland keine freie Meinung hat, denn wenn du nicht mit der Masse läufst und ein bisschen nebendran läufst, bist du nämlich klar am Arsch. Ich drück's jetzt mal richtig aus. Wenn du mit der Masse nicht läufst, bist du doof, bist du Aluhutträger, bist du Verschwörungstheoretiker, bist du wirklich am Arsch. Du darfst keine eigene beziehungsweise andere Meinung haben wie die Masse. Findet ihr das gut? Findet ihr das wirklich gut? Was ist für euch Meinungsfreiheit? Dass ihr jetzt über Scholz und Co. schimpfen könnt? Das ist für euch Meinungsfreiheit? Boah, ich verstehe aber was ganz anderes darunter. Falls jetzt jemand wieder kommt, man darf Erdogan nicht erwähnen oder was Böses sagen. Nur mal so. Das findet ihr Meinungsfreiheit. Wenn man die zum Deppen und zum Affen machen darf. Wow. Wow. Das nennt ihr Freiheit. Dieses Regenbogenzeug. Wow. Boah, cool. Das ist, ey, Hut ab. Das ist cool. So, ich genieße jetzt wirklich die Sonne. Ich gehe jetzt nämlich runter am Pool. Bis dann, eure Katja. Ciao, ciao. Und viel Spaß im besten Deutschland aller Zeiten.